Willkommen, Freunde. Weiter geht's mit einer neuen Folge Sniper 3 Ghost Warrior. Wir sind immer noch in Georgien, haben in der letzten Folge unsere erste Sniper-Mission erledigt, die wir relativ gut über die Bühne bekommen haben. Jetzt bin ich hier vorne in diesem kleinen Dörfchen. Wir sollen in unser Unterschlupf, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Doch ich bin, wie gesagt, hier gerade vorbeigekommen und habe hier diese ganz vielen, ja, Icons gesehen. Und ich will jetzt einfach mal schauen, was das ist. Und zwar haben wir hier drüben einmal diesen Diamant. Den können wir hier plündern. Und dieser Diamant steht eigentlich immer für Handelswaren. Dann haben wir hier einmal eine Kiste. Da kriegen wir Maschinenteile. Ich habe herausgefunden, dass man liegen gebliebene Waffen aufnehmen kann. Dann schaltet man die frei. Und man kann die auch zerlegen und bekommt dann auch Maschinenteile. Ziemlich geile Funktion, wie ich finde. Und hier drüben ist etwas. Fragezeichen. Alles klar. Was ist das? Sammelobjekt. Der Heilige Geist. Ich schwöre, wenn es morgen regnet. Sammelobjekte. Wo kann ich die denn sehen? Tagebuch. Okay, wo habe ich das Tagebuch? Habe ich doch hier. Tagebuch. Sammelobjekte. Ja. Oder auch nicht, ne? Ich habe doch gerade ein Sammelobjekt eingesammelt. Ach so. Hier ist noch eine Unterpunkt. Historische Gewehre. Und irgendwelche anderen Klamotten auf jeden Fall. Und da gibt es immer eine Beschreibung zu. Gut. Oh, hier gibt es noch Loot. Interessenpunkt beendet. Ach so. Es gibt also mehrere Dinge, die man finden muss, um diesen Punkt abzuschließen. Dann erinnere ich mich an die erste Folge, wo wir hier bei diesem waren. Da war ja dieser Turm. Hier gibt es noch Dinge, die wir einsammeln müssen, quasi, um diesen Punkt, ja, dann abzuschließen. Aber nicht heute. Wir gehen jetzt hier in unseren Unterschlupf. Und zwar gucken wir dann mal, was da Phase ist. Erstmal zu unserem Auto. Wir können jetzt auch mit der Schnellreise in den Unterschlupf. Will ich jetzt aber nicht. Ich möchte hier viel lieber nochmal ein bisschen durch die Gegend fahren. Um auch so ein bisschen Gefühl für die Autos zu bekommen. Und auch für die Gegend. Hier müssen wir rein. Das ist unser Ding. Und Vollgas. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten da jetzt welche sein, die unseren Unterschlupf durchsuchen. Vier Stück an der Zahl, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und demnach sollten wir auf der Hut sein. Da ist ein Fragezeichen. Moment mal. Ich kann auch hier lang fahren. Sehr gut. Mal aussteigen. Was ist hier an dem Auto los? Absolut gar nichts. So, wie komme ich jetzt hier rein in die Bude? Eieiei, ganz vorsichtig. Ich wollte doch nur in unseren Unterschlupf. Der ist tiefer, laut Karte. Ist ja auch soweit okay. Vielleicht sollte ich doch lieber den offiziellen Weg nehmen. Und von der anderen Seite fahren. Und den von der anderen Seite anfahren. Ach ja. Hier rum. Man kann mit Sicherheit auch von dort oben rein. Nur habe ich den Weg noch nicht gefunden.
Bevor wir jetzt hier stundenlang suchen, nehmen wir lieber den offiziellen Weg hier. Nun gut. Bleiben wir mal ruhig. Man weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Lang nicht mehr gesehen. Ja, ist schon. Das war für den Scheiß in Afghanistan. Hab's verstanden. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, weshalb ich hier bin. Ich habe den Auftrag, die Separatistenzellen zu destabilisieren und ihre Anführer auszuschalten. Ich will nicht lügen. Ich brauche jemanden, der die Region kennt. Das ist ein Witz. Dachte, ich hätte klar gesagt, ich würde nie wieder für die Regierung arbeiten. Doch, glasklar. Es gibt den echten Grund. Robert, er ist hier. Robert? Oh, Robert. Also hast du mich hierher geholt, um nach Geistern zu jagen? Du weißt, dass ich in Georgia polizeilich gesucht werde, oder? In den vergangenen 6 Wochen haben CIA, BND und Mossad einen Mann, der zu Roberts Beschreibung passt, im nördlichen Georgien beobachtet. Deshalb? Mann, John. Du hast diesen Auftrag nur angenommen, weil du denkst, er wäre hier. Robert ist mein Bruder, Lydia. Er ist Familie. Wofür brauchst du mich? Du kennst die Gegend besser als alle anderen. Und du bist eine klasse Kämpferin. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Damals in Afghanistan. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob es dir etwas bedeutet, aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Du unglaubliches Arschloch. Fein. Ich helfe dir, deinen kleinen Bruder zu finden. Ich frage ein paar meiner Kontakte. Lass sie wissen, dass ich wieder im Geschäft bin. Bis bald, Marine. Ein weiterer Tag im Paradies. Das ist also meine Ex. Die finde ich ziemlich nice. Also ganz ehrlich, heißes Gerät. Okay. Wir gucken mal hier bei unseren Charakteren nach. Das sind wir. Das ist unser Bruder. Also der soll hier irgendwo in Georgien sein. Frank Sims, unser Koordinator. Miller North, das ist die Frau von meinem Bruder. Sie arbeitet im Combo. Nee, sie arbeitete, okay. Das ist meine Ex. Wow. Und die Separatisten. Na gut. Dann hätten wir das soweit. Was machen wir jetzt? Ich sollte mal aufstehen, oder? Also, was kann ich machen? Ich soll den Laptop benutzen, ja, ich weiß. Waffenlager. Schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt ja irgendwas tüdeln. Hier. Warum? Aha. Moment mal, Moment mal. Modifizieren. ...2400. Das bedeutet dann also, dieser Punkt, kann das sein? Zehnfach. Wie sieht es mit dem neuen Gewehr aus? Markermunition. Keine Aufmerksamkeit. 25 pro Patrone. Wow. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich muss noch mal rein, Freunde. Es tut mir leid, es tut mir leid. Und hier haben wir doch auch noch irgendwas. Die AK, die habe ich freigeschaltet, weil ich die aufgesammelt habe.
Also Aufsammeln von Waffen schaltet hier unsere Waffen frei. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, jetzt aber nochmal hier an die Waffe. Das ist die, die wir uns nehmen könnten. Stabilität, Schaden ist natürlich wow. Ich kann die nicht angucken. Wenn ich jetzt auf X gehe, dann kaufe ich die wahrscheinlich. Da habe ich ein bisschen Angst. Modifizieren. Was kann ich denn hier jetzt machen? Magazin, no way. Ich kann den reparieren für 19. Das machen wir. Gut. Zweibein. Die Tarnung. Ich will jetzt eigentlich noch sparen, weil wir noch nicht so viele Sachen ausprobiert haben. Munition. Ja, dann nehmen wir mal 5 Stück mit. Ich baue mal eine 6. Einfach nur zum Ausprobieren. Okay, ich habe dann zwar 6, kann aber immer nur 5 mitnehmen. Habe ich auch soweit verstanden. Gut. Wie sieht es mit der Pistole aus? Haben wir da schon was? No way. Nahkampftechnisch sind wir auch noch voll am Sack. Granate, die habe ich irgendwo eingesammelt, glaube ich. Ich kann doch, glaube ich, hier meinen Schalldämpfer reparieren. Bitte. Ja. Sehr gut. Munition würde ich auch ganz gerne davon mitnehmen. Obwohl, da haben wir noch. Warten wir mal ab. Sehr gut. Ja, muss ich erstmal so ein bisschen durch diese gesamte Spielmechanik hier durchfuchsen. Aber ist eigentlich gar nicht so schwierig. Nee, ist ja richtig. Wir machen mal ein kurzes Schläfchen. Ich glaube, wir haben einen. Nee, wir sind voll. Sehr gut. Apropos. Ich muss mal was anderes gucken. Wie kann ich denn... Nein. Nein, 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 nein. Danke. Wie kann ich denn meine Spritze und sowas halt ändern? Wo habe ich die denn überhaupt? Da. Okay. So, also. Verbandskasten, Schmerzmittel. Das ist erstmal einfach. Gut, dann an den Laptop. Ja, warum nicht, oder? Starten wir das Ding. Komm schon, Lydia. Nicht auch du noch. Süß und leicht von außen. Völlig verdorben von innen. Aber du bist wirklich eine verdammte Tötungsmaschine. Ja, Logo. Da muss man wohl so sein. Dann lass uns anfangen. Thomas und David Cedamonice haben damit begonnen, alle Separatistenzellen zu vereinen. Die brutalen ethnischen Säuberungen haben wieder mal alle Menschen, die Hass in sich tragen, zusammengebracht. Es ist ein georgischer Widerstand aufgekommen, der an den Rändern der Separatistenkampagne wegbricht. Kurz gesagt, Sabotage. Das sorgt für Zerrüttung. Nicht sehr doll, aber mit viel Herz. Wie können wir sie für uns gewinnen? Mit einem humanitären Einsatz. Zivilisten werden an einem alten Friedhof gebracht. Dort werden sie von Separatisten hingerichtet. Rette sie. Mithilfe der Informationen vom Widerstand können wir Thomas und David ausfindig machen. Ist mir ein Vergnügen. Ende. Pass auf dich auf da draußen. Ah, das klingt ein bisschen besorgt, hör, Schätzchen. Da sind noch ein paar Gefühle. Moment. Schnellreisepunkt. Ach geil, das gibt auch Erfahrungspunkte. Ist ja nicht schlecht. Dann hier weiter. Wo müssen wir eigentlich hin?
eine kleine Spazierfahrt vor uns. Haben wir den Schleichmodus aktiviert? Ich höre gar kein Motorgeräusch. Nee, schöne Gegend hier. Total super. Wahrscheinlich hier ein Schnellreisepunkt. Jupp. Sniper. Aber man kann sich erst Fähigkeiten holen, wenn man zwei hat. Warum haben wir denn jetzt nur in dem Skillbaum oder in der Skillabteilung Sniper was bekommen? Und nicht überall. Stimmt doch, oder? Ja. Ich lasse die Sachen jetzt erstmal so links liegen, die Fragezeichen. Denn wir haben ja gerade schon am Anfang der Folge eins aufgedeckt. Jetzt gehen wir hier und machen die Hauptmission ein Stück weiter. Kann ich jetzt direkt hier hinfahren? SRP freigeschaltet. Hier ist Zeit auszusteigen. Lokalisiere die Geiseln, töte das Ziel. Die haben Adleraugen, ne? Wahnsinn. Ich habe hier noch gar keinen gesehen. Wird Zeit, dass wir die Drohne hochschicken. Okay, da hätten wir schon mal einen. Ich bin fast mit der Karre auf den Hof gefahren. Boah, das ist so heftig, das Ding zu lenken. Irre. Verdammt. Anscheinend graben sie ihre eigenen Gräber. Die Zeit drängt. Komm, markier. Man muss wirklich viel zu nah ran. Alles klar, hier ist eine Scharfschützenstellung. Die Frage ist, muss ich hier alle wickeln? Töte das Ziel. Aber welches Ziel soll ich töten? Na, komm mal zurück. Beginnen wir unser Werk. Der Typ ist abgehauen. Komm schon. So, du bist der erste Freak hier. Bleibt er stehen? Ja, bleibt er. Kann ich von da nicht treffen, also muss ich weiter rum. Na los. So, Nummer 1. Ich komme nicht weiter runter.
Danke. Das wird so nix. Töte das Ziel. Ich nur wüsste, was das Ziel ist. Da war noch einer. Das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, ich werde hier alle wegholen müssen. Ich brauche eine bessere Position. Ja, hier ist gut. Ja, für den Typen. Nein, Drohne weg. Ich will eigentlich, danke, mein Zweibein nehmen. So wird ein Schuh draus. Einer ist weg. Alright, machen wir uns weiter an die Arbeit. Hier unten den. Ich komme nicht weiter runter. Das sackt er zusammen. Gut. Weiter. Das war mal eine schöne Austrittswunde. Alles klar. Ich muss darüber irgendwie. Oder ich habe Glück. Der Typ läuft jetzt direkt davor, aber das macht er nicht. Komm schon. Komm schon. Ich muss einen Stellungswechsel machen. Muss irgendwie hier rüber. Ich muss sie in der Flucht erwischen. Ah, fuck you. Das ist shit, 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 shit. Wo kann ich angreifen?
Ich nehme mal die Drohne. Irgendwo war ja dieser Punkt, dieser Spot, wo ich mich hinlegen konnte. War denn der? War der hier drüben? Von da wird ein Schuh raus. Das könnte ich schaffen. Das wird ein Meisterschuss, das sage ich euch. Komm, schnell. Ich muss hier auf diesen Felsvorsprung. Wie sieht's aus? Ist doch nicht euer Ernst. Nee. Das ist auch nur das Loch, ne? Was da markiert wird. Die stehen ja ein Stückchen weiter links. Ja, man muss erstmal den richtigen Winkel finden. So ein Stück rüber. Oh, das wird nix. Ey, ich hab den doch voll getroffen. Und er ist trotzdem weitergelaufen. War hier noch einer von denen? Irgendwo da. Da wo? Wo zum Geier? Ich sehe ihn nicht. Alles klar. Komm. Geht ein Stückchen weiter. Vielleicht haben wir da ein besseres Schussfeld. Wow, wow, wow. Das ist doch ein Zivilist, oder nicht? Das ist doch nur das Loch. Mann, ich vertue mich immer. Ach, da ist er. Mein Gott, ey, meint ihr, ich habe das gesehen? Das gibt's doch gar nicht. So viel Heckmeck. Immer noch töte das Ziel. Ich flieg nochmal mit der Drohne.
Ende. Ich sehe das Ziel. Roger. Schalte ihn aus. Haha. Da ist also unser Ziel. Den holen wir uns jetzt. Erstmal plündern. Sehr gut. Hier ist irgendwo dieses Gewehr. Da. Zerlegen. Die anderen Sachen holen wir uns gleich, sobald wir den Typen hier ausgeknipst haben. Aus der Senke feuern ist nicht gerade besonders clever. Ziel ausgeschaltet. Verstanden. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob wir hier alles schon weggemacht haben. Plündern. Die kann ich nicht zerlegen. Ist ja auch egal. So, jetzt düsen wir hier rüber. Und retten unsere Geisel. Töten Sie mich nicht. Ich flehe Sie an. Bitte, nein. Keine Sorge. Ich töte hier niemanden. Auf jeden Fall nicht euch. Jetzt zur Hölle raus hier. Es sind immer noch Soldaten in der Nähe. Es ist zu riskant. Wo denn? Die müssen wir auch noch wegholen. Also es ist gar nicht so verkehrt gewesen, dass wir hier rumgeaßt haben. So endet. Ja, ich auch nicht. Ich sag's euch. Töten Sie mich nicht. Ich flehe Sie an. Bitte, nein. Komm, kommt der näher? Nein. Ah, die kann ich wieder zerlegen. Anscheinend kann man hier nicht alle Waffen zerlegen. Ja, machen wir die Folge ein wenig länger. So. Wir machen natürlich die Mission jetzt zu Ende. Ist ja klar. Ah, die sind in der Kirche drin, so wie es aussieht. Ich will erst plündern, das ist ganz wichtig, so wie ich finde. Ist das einer? Kann ihn beim besten Willen nicht erkennen. Gehen wir es hier rüber. Na los, plündern. Kann ich nicht plündern. Na gut, dann halt mit der Pistole. Wo ist der? Ich bin getroffen.
bist tot. Danke. So. Was haben wir sonst noch? Irgendwelche Sachen zu mitnehmen? Wir plündern. Und hier plündern wir. Ja, richtig geil. Gibt's richtig guten Scheiß. Explosive. Warte, nochmal? Nee. Ein Gerüst. Anscheinend wollte jemand die Ruine restaurieren. Da hinten gibt's was zu plündern. Wo liegst du? Du solltest doch hier irgendwo liegen. Hier, gut getarnt, im Dickicht. Da hinten liegt auch noch einer, aber egal. So, hier gibt es noch irgendwas, was wir finden können. Oder wir gehen mal hier das Gerüst hoch. Okay, okay. Ist hier was drin? Nee. Irgendwie cool gemacht. Ja. Ich komme doch bestimmt irgendwie da hoch. Oh, Freunde, das ist eine XXL-Folge, aber egal. Ich muss das hier erkunden. Irgendwo gibt es hier noch guten Loot. Hier vielleicht. Wer weiß das schon. Okay, schicken wir die Geisel nach Hause. Gott, bitte. Das Gebiet ist sauber. Ihr könnt versuchen zu fliehen. Oh, danke. Wir werden nie vergessen, was sie für uns getan haben. Bitteschön. Kriegen wir eine Belohnung? 5 gerettete Zivilisten. Ich krieg keine Belohnung. So, ich muss erst aus dem Gebiet entfliehen. Dann kriege ich auch eine Belohnung. Die kann ich nicht zerlegen. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich ist sie schon zu kaputt. Und wir sind raus. Missionserfolg. Genial. Lydia, Lydia, hörst du mich? Ja, tue ich, John. Gute Arbeit. Es bricht einem das Herz. Die Leute werden wie Vieh ins Schlachthaus geführt. Aber dank dir leben sie weiter, um weiterzukämpfen. Und du bist schon erfolgreich auf wichtige Informationen gestoßen. Die Rodgelöwen sind zu uns gekommen. Ihr Anführer, Koga Nemsatze, hat uns Ivan Khrushchev ausgeliefert. Er ist ein weiterer Topleutnant der Separatisten. Grausam, sadistisch, das pure Böse. Mehr wissen wir nicht über Thomas und David? Dass Informationen eintreffen werden. Ich bin mir sicher, dass Koba sehr nützlich sein wird. Er ist einer der stärksten und engagiertesten Anführer. Sieht doch ganz schnucklig aus. Ach ja? Oh ja. Lass uns weiter die Befehlskette nach oben steigen. Laut Koba findest du Khrushchev in der Siedlung. Ich vermute, es ist eines dieser Sowjetgebäude, das wie ein Gefängnis aussieht. Aber es ist ein Wohnhaus. Am Zerbröckeln. Alt. Wahrscheinlich verlassen. Pass auf, wo du hintrittst. Da könnten Sprengfallen rumliegen. Danke, ich... Spar dir's. Kann mir nicht leisten, so jemand Wertvollen wie dich da unten zu verlieren. Ja, genau. Ende.
John, warte. Kuba hat seine Unterstützung bei der Suche nach Hinweisen auf Robert angeboten. Du hast ganze Arbeit geleistet, John. Ende. Naja, vielen, vielen Dank, würde ich sagen. Ja, Freunde, für heute war's das. Mal eine XXL-Folge. Ich bin Kuban im Satze. Ich habe Ihren Kontakt von unserer gemeinsamen Freundin Lydia Giorgiazze erhalten. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie unsere Brüder vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Ich mag es nicht, Hilfe von außen anzunehmen, aber wenn Sie den Menschen in Georgien helfen möchten, soll mein Stolz nicht im Weg stehen. Bitte treffen Sie sich mit mir. Ich sende Ihnen meinen Aufenthaltsort. Ja, wie ich gerade sagte, in der nächsten Was-Neben-Operation? Was ist jetzt schon wieder, Freunde? Boah, Questgeber, finde den Agenten des Widerstands. Die erste Nebenoperation, ja, hervorragend. Perfekt, alright, Freunde, dann würde ich sagen, in der kommenden Folge, jetzt aber, ne? Machen wir das als erstes hier mit dem Typen sprechen. Gucken wir mal, wie das mit den Nebenmissionen ist. Und natürlich dann auch machen wir weiter in der Hauptstory. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Und meine Fresse ist die Folge lang. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.